Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und in diesem Video möchte ich mit euch über Interdentalbürsten verschiedener Firmen sprechen. Also über die Firmen Curaprox, TP und Dontodent. Damit sind also drei Preissegmente abgedeckt, etwas teurer, mittelteuer und günstig. Und ich werde euch ja die Vor- und Nachteile dazu nennen und natürlich auch meine Meinung dazu. Und das ist aber noch nicht alles. Und zwar mache ich in diesem Video ein weiteres Gewinnspiel für euch. Das ist dann auch mein drittes und vorerst letztes Gewinnspiel. Es gibt wieder eine Schallzahnbürste von Curaprox, die Hydrosonic Pro, zu gewinnen. Und wenn euch das Thema interessiert oder ihr gewinnen wollt, dann bleibt dran. Ich will euch nicht weiter auf die Folter spannen und direkt mit dem Gewinnspiel beginnen. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an Curaprox für das zur Verfügung stellen der Schallzahnbürste für mein Gewinnspiel. Es gibt wie gesagt die Schallzahnbürste Hydrosonic Pro von Curaprox zu gewinnen. Dieses Gewinnspiel ist aber nur für meine Abonnenten gedacht, denn ich möchte mich diesmal bei meinen Abonnenten bedanken und ja, ihnen ganz, ganz herzlich dafür danken, dass sie meinen Kanal unterstützen und mich auch für ihre Treue bedanken. Also, wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, dann ja, ist es nur für meine Abonnenten gedacht. Ihr müsst also meinen Kanal abonniert haben. Außerdem müsst ihr einmal, wenn ihr teilnehmen wollt, unter diesem Video kommentieren, warum ihr eigentlich meine Videos guckt. Das würde mich mal interessieren. Wahrscheinlich, weil ihr was über Zahnpflege lernen wollt. Aber vielleicht ja, gibt es noch die ein oder andere Antwort. Mir würden auf einen Haufen sehr viele Antworten einfallen, warum man, also was der Beweggrund ist, warum ihr meine Videos guckt. Ich bin auf jeden Fall schon sehr auf eure Antworten gespannt und freue mich dann auf jeden Fall in einem der nächsten Videos meinen Gewinner bekannt zu geben. Das Gewinnspiel beginnt mit dem heutigen Tage, also mit der Veröffentlichung dieses Videos, und endet am 29. August um 12 Uhr. Teilnehmen kann jeder aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, der älter ist als 14 Jahre, und alle Teilnahmebedingungen findet ihr noch einmal unten in der Beschreibung. Außerdem wollte ich noch einmal bekannt geben, dass mein Code von Curaprox verlängert wurde. Mein Code lautet ja DrAmi20. Damit bekommt ihr 20% Rabatt auf alle Produkte, auf den gesamten Warenkorb, auf der Homepage von Curaprox www.curaprox.de und das nicht nur bei der ersten Bestellung, sondern bei jeder Bestellung. Also speichert euch den Code am besten einmal ab und wann immer ihr bestellt bei Curaprox, gebt ihn einfach ein und ihr spart 20% auf den gesamten Warenkorb. Er wurde jetzt aktuell verlängert bis zum 30. September. Was danach ist, weiß ich nicht, ob es nochmal verlängert wird oder nicht. Aber der aktuelle Stand ist, dass er bis zum 30. September gültig ist. Und dann legen wir jetzt mit dem eigentlichen Video los. Ich möchte heute über die drei Firmen Curaprox, TP und Dontodent sprechen. Ich habe mir die Firmen ausgesucht, weil Curaprox und TP Firmen sind, mit denen Praxen sehr, sehr oft zusammenarbeiten. Das sind sehr gängige Firmen. Wenn man jetzt zur Zahnarztpraxis geht und dort eine PZR machen lässt, dann passt die Prophylaxehelferin ja sehr oft die Interdentalbürsten an. Es ist ja wichtig, dass ihr die richtige Größe verwendet. Und die meisten Praxen verwenden eine der beiden Firmen. Außerdem habe ich mir noch Dontodent überlegt als Beispiel für eine günstige Firma, sozusagen No-Name-Produkt. Das ist ja die Eigenmarke von DM. Und es gibt ja viele Interdentalbürsten, die günstig sind und ja von Eigenmarken der verschiedenen Supermärkte oder Drogerien oder auch andere günstige Firmen. Und ich habe mir jetzt Dontodent als ein Beispiel dafür ausgesucht. Und ich werde jetzt einmal was zu den Interdentalbürsten der einzelnen Firmen erzählen, die Vor- und Nachteile nennen und natürlich auch meine Meinung dazu. Fangen wir mal mit der Firma Curaprox an. Curaprox ist von den drei Beispielen hier auf jeden Fall die teuerste Firma, das muss man ganz klar sagen. Und ja, wenn man sich den Markt anguckt, wahrscheinlich auch insgesamt die teuerste. Ich kenne jetzt auf jeden Fall keine, die teurer ist als Curaprox.
Allerdings hat CuraProx echt viele Vorteile und das sage ich wirklich aus Überzeugung. Also ich verwende auch die Interdentalbürsten von CuraProx. Aber dafür haben die Interdentalbürsten von CuraProx auch einige Besonderheiten, die andere Firmen nicht haben. Das fängt schon mal damit an, dass die kleinen Borsten hier an der Interdentalbürste auch aus Curenfilamenten sind, so wie die anderen Zahnbürsten, Borsten und so weiter auch. So sind auch diese Borsten aus Curen und nicht aus Nylon, wie es bei anderen Firmen der Fall ist. Und dieses Curen ist sehr, sehr weich einerseits, aber auch sehr flexibel. Die haben eine sehr starke Spannkraft und ja, können dadurch eben den Zahnzwischenraum sehr gut reinigen, weil sie sich richtig schön aufspannen im Zahnzwischenraum und sie nutzen sich dadurch auch nicht so schnell ab. Also sie halten deutlich länger als so manch andere Firma. Eine weitere Besonderheit ist auch der Draht. Das ist kein gewöhnlicher Draht, sondern ein chirurgischer Draht. Und dieser chirurgische Draht ist nochmal dünner als herkömmlicher Draht. Er kann also sehr, sehr dünn und gleichzeitig aber auch stabil sein. Also auch das führt erstens wieder dazu, dass die Interdentalbürste deutlich länger hält und sich nicht so schnell abnutzt. Also diese hohen Kosten relativieren sich wieder, weil man sie einfach viel, viel länger benutzen kann als andere Firmen. Und dadurch ist sie letztendlich gar nicht so teuer, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht erstmal so aussieht. Und ein weiterer Vorteil dieses dünnen Drahts ist einfach, dass man sehr, sehr gut in den Interdentalraum rein kann, selbst bei kleinen Zahnzwischenräumen. Und viele haben das Problem, dass selbst die kleinste Größe von anderen Herstellern nicht passt, dass die immer noch zu groß ist. Und die kleinste Größe von CuraProx, das ist die türkisfarbene Nummer 06, also die Prime 06, die ist nochmal dünner als die kleinste Größe von anderen Firmen. Also wenn ihr mit der kleinsten Größe von anderen Firmen nicht zurechtkommt, probiert auf jeden Fall mal diese Prime 06 von CuraProx aus. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird die dann passen. Klar gibt es auch Zahnzwischenräume, wo wirklich gar keine passt, wo selbst die noch zu groß ist. Aber bei ganz, ganz vielen Zahnzwischenräumen passt die dann von CuraProx. Und letztendlich soll der Draht ja auch gar nicht so groß sein. Was hat der Draht dann für eine Funktion? Der Draht soll ja eigentlich nur die Borsten, die für die Reinigung verantwortlich sind, in den Zahnzwischenraum bringen. Und natürlich wieder raus. Also sie dienen der Befestigung der Borsten und dass man damit eben den Zahnzwischenraum reinigen kann. Aber eine andere Funktion hat dieser Draht ja nicht. Also idealerweise sollte wirklich der Draht so klein wie möglich sein, so dünn wie möglich und die Borsten so lang wie möglich, damit sie den Zahnzwischenraum gut ausfüllen, weil die sorgen ja letztendlich für die Reinigung und nicht der Draht. Der Draht ist nur Mittel zum Zweck. Und dieses Verhältnis von einem sehr, sehr kleinen Draht und längeren Borsten, die aber auch sehr, sehr flexibel sind, das schafft CuraProx einfach sehr, sehr gut hier umzusetzen. Ein weiterer Vorteil bei CuraProx ist, dass ihr nur den Kopf hier austauschen könnt. Es gibt verschiedene Systeme. Hier ist es eben eingeklickt. Es gibt auch welche zum Schrauben. Aber ihr müsst eigentlich immer nur den kleinen Aufsatz hier erneuern und wegschmeißen. Also es wird auch sehr wenig Plastik dadurch weggeschmissen. Und den Halter könnt ihr die ganze Zeit behalten. Das ist ein, ja, Produkt, was ihr die ganze Zeit verwenden könnt. Und es gibt auch verschiedene Halter von CuraProx. Ihr könnt kurze Halter nehmen, lange Halter, abgewinkelte, aus Metall, aus Kunststoff. Die haben so viele verschiedene Halter, dass da auf jeden Fall für euch der richtige dabei sein wird, womit ihr gut zurechtkommen könnt. Also da könnt ihr auf jeden Fall mal ein bisschen variieren und ausprobieren, welcher für euch gut geeignet ist. Und CuraProx hat das in verschiedenen Serien eingeteilt. Also es gibt einmal diese Serie Prime, die ist eben für sehr, sehr kleine Zahnzwischenräume, für gesundes Zahnfleisch, einfach um vorzubeugen und Karies und Zahnfleischentzündungen vorzubeugen. Dafür ist diese Prime-Serie gedacht, das sind die kleineren Größen. Davon gibt es fünf verschiedene Größen. Und dann gibt es noch die Serie Perio, da gibt es vier verschiedene Größen, das sind etwas größere Bürstchen für Personen, die bereits größere Zahnzwischenräume haben, wo sich die Papille etwas zurückgezogen hat, die bereits Parodontitis haben. Dafür ist diese Serie Perio gedacht. Dann haben sie noch die Serie Regular, die ist etwas größer als die Prime, aber kleiner als die Perio. Und hat einen etwas dickeren, stabileren Draht. Und da gibt es nicht nur zylinderförmige, sondern zum Teil auch konisch zulaufende
Interdentalbürsten, konisch zulaufende Interdentalbürsten. Ich blende mal ein Foto ein, was damit gemeint ist. Die sind immer dann gut, wenn Zähne gedreht sind. Wenn nämlich zwei benachbarte Zähne gedreht sind oder auch nur einer von beiden, dann ist der Zahnzwischenraum ja nicht mehr ganz parallel, sondern an der einen Seite etwas größer, an der anderen etwas kleiner und hat so eine konische Form. Und dafür sind konische Interdentalbürsten sehr gut geeignet. Ansonsten würde ich parallel, also zylinderförmige nehmen, wenn ihr keine gedrehten Zähne habt. Und das ist auch ein Nachteil bei einigen billigeren Firmen, da komme ich aber später nochmal drauf zu sprechen. Und dann gibt es noch die beiden Serien Strong Implant oder Soft Implant. Die sind eben sehr, sehr gut geeignet bei Implantaten. Der Draht hat auch eine Kunststoffummantelung, damit eben das Titanimplantat nicht zerkratzt. Das ist sehr, sehr wichtig. Bei Titanimplantaten würde ich immer Interdentalbürsten nehmen, die eine Kunststoffummantelung haben. Und die Interdentalbürsten, die speziell fürs Implantat sind, die sind auch noch mal deutlich länger. Und damit eben, ja, kann man sehr gut die Implantate reinigen. Also ihr seht, es gibt auf jeden Fall eine sehr, sehr große Auswahl von Interdentalbürsten von der Firma Curaprox. Und da ist für euch mit Sicherheit das Passende dabei. Dann mache ich jetzt einmal weiter mit der Firma TP. TP hat insgesamt zwei Serien, nenne ich das jetzt mal. Das eine sind die ganz normalen, das sind die knalligen Farben. Da gibt es insgesamt 9 verschiedene Farben von, also 9 verschiedene Größen. Und die haben etwas, sage ich mal, härtere Borsten im Vergleich zu den Extra Soft Interdentalbürsten. Das ist nämlich die zweite Serie, die Extra Soft. Die Extra Soft haben weichere Borsten. Und da gibt es insgesamt 6 verschiedene Größen von. Allerdings die ganz kleinste Größe, die ISO-Größe 0, die gibt es nur in der normalen Variante, dieses knallige Pink. Und die anderen, die Extra Soft, die sind in Pastelltönen, also passend etwas weicher, zarter, in Pastelltönen. Und die fangen eben als kleinste Größe mit der orangenen an, mit der ISO-Größe 1. Die Interdentalbürsten von TP sind alle mit Kunststoff ummantelt, was insofern gut ist, wenn man ein Implantat hat, kann man die auf jeden Fall gut verwenden. Aber ansonsten sind sie halt eben vom Draht etwas dicker. Also die kleinste Größe hier, die ISO 0, ist immer noch größer, wie gesagt, als die kleinste Größe von Curaprox. Aber wenn ihr mit der kleinsten Größe hier zurechtkommt, könnt ihr die gerne verwenden. Das Einzige, was ich so ein bisschen ja, anzumerken habe, ist, dass sie sich relativ schnell abnutzen. Also sie halten einfach nicht so lange. Der Draht nutzt sich relativ schnell ab und ist dann so abgenudelt. Und dann kommt man einfach nicht mehr gut in den Zahnzwischenraum rein. Und auch die Borsten legen sich relativ schnell an. Mehr wie so ein zugeklappter Regenschirm und nicht wie ein gespannter Regenschirm. Und dann haben sie einfach nicht mehr so eine gute Reinigungsleistung. Also in dem Moment, wo sich die Borsten anlegen, müsst ihr eine neue Bürste verwenden. Ansonsten, solange sie richtig aufgespannt sind, könnt ihr sie immer weiter verwenden. Deswegen kann ich euch nicht so genau sagen, wie oft man die wechseln sollte. Es ist in jedem Fall kein Einmalprodukt, wie einige immer denken. Also ihr müsst sie nicht nach jedem Mal wegschmeißen, das wäre ja wirklich ziemlich teuer. Nein, ihr könnt sie wirklich so lange verwenden, bis sich die Borsten anlegen und dann einfach nicht mehr gut reinigen. Dann müsst ihr eine neue nehmen. Und bei TP, die nutzen sich leider relativ schnell ab. Insofern ist dieses Preis-Leistungs-Verhältnis einfach nicht so gut. Also sie werden dadurch ja letztendlich teurer, wenn man sie häufiger wegschmeißen muss. Aber der Vorteil ist eben, es gibt auch hier sehr, sehr viele verschiedene Größen. Also sie haben eine sehr, sehr große Auswahl an Größen und sie haben eben auch die weichere Variante. Also wenn ihr ab der orangenen Größe benötigt, also ISO-Größe 1, dann würde ich tatsächlich auch eher die weicheren nehmen, die pastellfarbenen und nicht die härteren, kräftigen Farben. Aber wenn ihr die pinke braucht, dann bleibt euch natürlich nur diese übrig. Und auch von TP gibt es verschiedene Griffe. Einmal so ein kurzer Griff und auch ein langer Griff. Mit dem langen Griff kommt man manchmal ein bisschen besser hinten an die hinteren Backenzähne, weil er eben schon diesen Winkel hat. Aber manche kommen mit dem kurzen auch besser zurecht. Und deswegen finde ich es einfach gut, dass es von dieser Firma auf jeden Fall zwei Möglichkeiten an Griffen gibt. Und dann kommen wir jetzt zur Firma Dentodent. Das ist ja die Eigenmarke von DM. Die Interdentalbürsten sind tatsächlich sehr günstig. Also das ist auf jeden Fall ein großer Pluspunkt.
Und es gibt auch hier unterschiedliche Griffe. Einmal diese hier, die erinnern so an die ganz normalen Interdentalbürsten, haben so ein bisschen gummierten Griff. Und dann gibt es welche mit einem Plastikgriff. Das ist ein sehr, sehr dünner Griff. Und dann gibt es einmal diese abgewinkelten. Und es gibt auch noch welche gerade. Die geraden habe ich jetzt gerade nicht da, aber ich blende mal ein Foto ein, falls ich eins finde. Zu diesen hier kann ich auf jeden Fall nur sagen, die verlaufen konisch. Und ich hatte ja schon erklärt, konische sollte man eigentlich nur benutzen, wenn man gedrehte Zähne hat und wirklich einen Zahnzwischenraum hat, wo dieser konische reinpasst. Also wo es geht ja darum, dass die Borsten überall an den Seiten die Zahnwände berühren. Und wenn der Zahn gedreht ist, funktioniert das mit den konischen sehr gut. Aber bei einem parallelen Zahnzwischenraum, wo höchstens in der Mitte eine kleine Einziehung ist, die wir reinigen wollen, aber der ansonsten parallel verläuft, weil die Zähne gerade parallel nebeneinander stehen, da ist eine konische Interdentalbürste nicht geeignet. Diese Firmen stellen das zum Teil so her, weil damit eine sehr große Breite abgedeckt wird an Größen. Der eine braucht eine kleine Größe, da passt die. Der nächste braucht eine größere, da passt die womöglich auch. Zumindest denkt der Kunde das oder soll es denken, aber die Realität sieht leider anders aus. Denn was passiert, wenn ihr so eine konische Interdentalbürste bei einem geraden, parallelen Zahnzwischenraum benutzt? Entweder die Bürste ist insgesamt so klein, dass nur das hintere, breitere Ende endlich die richtige Größe hat für diesen Zahnzwischenraum. Das würde aber bedeuten, dass das ganze vordere Stück zu klein für den Zahnzwischenraum ist und gar nicht richtig reinigt. Oder aber der vordere Teil passt gut und hat die richtige Größe, dann bekommt ihr sie aber gar nicht ganz durchgeschoben, sondern nur der erste Teil passt rein und dann klemmt sie und wird zu groß und geht nicht ganz rein. Also die wollen natürlich damit, wie gesagt, viele ISO-Größen in einem Produkt zusammenfassen, damit es vielen Leuten passt, aber eigentlich passt das keinem richtig. Versteht ihr, was ich meine? Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes bei parallelen Zahnzwischenräumen. Deswegen würde ich diese konischen nicht verwenden, es sei denn, ihr habt gedrehte Zähne. Diese Interdentalbürstchen hier mit diesem Gummigriff, die fand ich gar nicht so schlecht. Die erinnern mich sehr, sehr stark an die Interdentalbürsten von TP, kostet aber nochmal deutlich weniger. Auch diese Interdentalbürsten haben eine Kunststoffummantelung, was eben bei Implantaten wichtig ist und da auch sehr gut geeignet ist. Der Nachteil an der Firma Dontodent ist aber, dass es nur eine sehr kleine Größenauswahl gibt. Es gibt nur die ISO-Größen 0 bis 3, also nur 4 verschiedene Größen. Und viele brauchen auch größere Interdentalbürstchen und dann könnt ihr die natürlich nicht verwenden. Wenn ihr jetzt der Glückliche seid, dem gerade diese ISO-Größen passen, ISO-Größe 0 bis 3, dann könnt ihr die gerne verwenden. Also ich persönlich fand diese ganz gut und sie haben auch etwa genauso lange gehalten wie die von TP, sind aber nochmal günstiger. Also wenn ihr eine solche ISO-Größe braucht und eine günstige Interdentalbürste haben wollt, die trotzdem gut ist, dann kann ich euch auf jeden Fall diese guten Gewissens empfehlen. Wenn ihr eine andere ISO-Größe benötigt, müsst ihr selbstverständlich auf eine andere Firma zurückgreifen, die eine größere Größenauswahl hat. Also fassen wir das Ganze einmal zusammen. Ich möchte euch jetzt einmal meine persönliche, unverbindliche Meinung dazu sagen. Ich persönlich verwende ja die von Curaprox und das auch aus einem guten Grund, weil die Interdentalbürsten von der Qualität her und von dem, wie sie die Zahnzwischenräume reinigen und auch wie lange sie halten, ein wirklich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Sie sind zwar auf den ersten Blick teurer, aber ihr bekommt dafür wirklich langlebige und qualitativ hochwertige Interdentalbürsten. Ich habe früher selbst viele Jahre lang die von TP benutzt und wenn man aber mal beide kennt, die von TP und auch die von Curaprox, dann merkt man einen Unterschied. Die von TP haben von meinem persönlichen Empfinden her kein so gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie nutzen sich relativ schnell ab. Wenn ihr eine günstige wollt, dann kann ich euch die von Dontodent empfehlen. Das ist eine gute Interdentalbürste, nicht so gut wie die von Curaprox, aber immer noch eine gute. Und
Sie ist günstig und wenn ihr eine ISO-Größe 0 bis 3 braucht, also dass euer Größenspektrum abdeckt, dann könntet ihr auf jeden Fall verwenden. Es gibt ja noch viele, viele andere Firmen, die Interdentalbürsten herstellen, darunter auch andere günstige. Und ich kann jetzt nicht hier über jede günstige Interdentalbürste sprechen, das wird definitiv den Rahmen sprengen. Ich kann euch nur so viel sagen, es gibt auch wirklich schlechte, günstige Interdentalbürsten, die ich euch nicht empfehlen kann und die wirklich nicht gut sind. Also wenn ihr gerne eine günstige wollt und es bei euch ein DM gibt, dann ja, kann ich euch auf jeden Fall diese als günstige Variante empfehlen. Und ansonsten kann ich euch nur noch einmal ermutigen, es selber auszuprobieren. Probiert die verschiedenen Firmen einmal aus. Guckt, womit ihr am besten zurechtkommt. Ihr werdet bestimmt auch Unterschiede feststellen und einfach für euch herausfinden, welche für euch geeignet ist und womit ihr am zufriedensten seid. Achtet nur unbedingt darauf, dass ihr die richtige Größe verwendet. Das ist das Allerwichtigste. Wenn bei der professionellen Zahnreinigung eine Firma für euch angepasst wurde, dass ihr wisst, die und die Größe brauche ich von der Firma, dann ist es schon möglich, trotzdem die Firma zu wechseln, solange ihr darauf achtet, dass ihr die gleiche ISO-Größe verwendet. Viele Hersteller geben ja die ISO-Größe an. Achtet nicht zu sehr auf die Farbe, denn es wurde zwar mal so ein bisschen festgelegt oder empfohlen, dass die Firmen für jede ISO-Größe die gleiche Farbe verwenden, aber nicht jede Firma hält sich da dran. Und manchmal weichen die Farben einfach ab. Also achtet nicht auf die Farbe, sondern auf die ISO-Größe oder auf den Durchmesser des Drahtes oder der Bürste insgesamt. Denn dann könnt ihr auch zwischen den einzelnen Firmen wechseln. Curaprox gibt nicht die ISO-Größe an, sondern die Gängigkeit und den Durchmesser der ganzen Bürste. Also lasst euch davon nicht irritieren. Ihr könnt da nicht 1:1 von der pinken TP auf die rote Curaprox oder so wechseln. Das meine ich halt mit, ihr werdet da Unterschiede feststellen. Die Größe ist da nicht identisch und ihr könnt vielleicht sogar von der Curaprox eine Nummer größer wählen, als ihr bisher hattet, weil einfach der Draht kleiner ist und sie trotzdem leichter reingeht in den Zahnzwischenraum. Und wenn ihr von vornherein wisst, ich möchte gern die und die Firma verwenden und ihr habt euren nächsten Termin bei der professionellen Zahnreinigung, dann fragt doch vorher mal nach, mit welcher Firma diese Praxis arbeitet. Oder ihr wisst es vielleicht auch schon aus der Vergangenheit, welche Firma das ist. Und wenn es nicht die ist, die ihr gerne verwenden wollt, dann könnt ihr mal gucken. Es gibt von DM leider nicht, aber von Curaprox, von TP, auch von anderen Firmen gibt es manchmal eine Packung mit mehreren Größen. Und dann kauft ihr einfach mal diese eine Packung mit den verschiedenen Größen und nehmt die einfach schon mal zur PZR mit hin und bittet die Prophylaxehelferin, es für die Firma anzupassen. Dann habt ihr dieses Problem hinterher nicht, dass ihr dann selber gucken müsst, welche Größe von der Firma, die mir jetzt angepasst wurde, entspricht denn der Größe von der Firma, die ich jetzt eigentlich benutzen möchte. Das nur mal so als kleiner Tipp. Ja, dann hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche Firma ihr im Moment verwendet von den Interdentalbürsten, wie ihr sie findet, welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt oder vielleicht verwendet ihr noch gar keine Interdentalbürsten. Dann hoffe ich, konnte ich euch jetzt motivieren, damit zu beginnen. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Und ich drücke allen, die an meinem Gewinnspiel teilnehmen, ganz fest die Daumen. Und gebt mir auch gerne einen Daumen hoch, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und natürlich abonniert meinen Kanal schon alleine, damit ihr am Gewinnspiel teilnehmen könnt. Und auch sonst einfach, um meinen Kanal zu unterstützen. Drückt auf die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir online kommt. Dann verpasst ihr auf jeden Fall keins. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Thank you.